Willkommen zurück zu Paper Mario Origami King. Ich muss gerade eine Aufnahme von einer Minute nochmal neu aufnehmen, weil hier der Sound ein bisschen verzögert war. Ich habe einfach nur das Ding hier aufgemacht und dann ist mir aufgefallen, wie verzögert der Sound ist. Daher mache ich das Ganze jetzt nochmal. Allerdings war das sehr enttäuschend, denn das ist nur ein KP Max plus 5. Ist schon sehr enttäuschend. Aber gut. Dann gehen wir zurück. Woher kam ich nochmal? Ich kam vom Shogunland. Fuck. Komme ich hier am besten zurück? Sensorlabor. Das klingt gut. Können wir uns nicht überall hinfaxen davon? Und ich sehe hier die ganze Zeit fliegen, Alter. Verpisst euch, ihr dummen Drecksviecher. Ich hasse euch. Ich hoffe, vom Hauptlabor kommt man auch hier noch an andere Orte. Ich lese mein Meisterwerk fertig, der Zenit meines Schaffens. Mein Block-Endverstecker macht unsichtbare Blöcke in der Nähe zu ganz normalen und versteckten Blöcken. Eine weitere Revolution, die das Sensorlabor der Welt gebracht hat. Oh, das klingt natürlich gut. Ehe die Röhre durchzählt, die in unserer Folterkammer wie unser Blockendverstecker arbeitet. Ja. Warte, ich will schon. Blockendverstecker. Den hätte ich gern. Der wäre schon geil. Yes. Oh. Ja, jetzt geht das Ding ab, Alter. Mein Controller vibriert komplett. Ich hab ihn gerade ans Mikro gehalten. Das hört man ja hart. Yes. Hat er mich gerade Schlinge genannt? Bin ich komplett blöd? Naja, wie auch immer. Beide. Ja, gut, es war natürlich sehr einfach. Ah, jetzt. Ja, innerhalb des Kreises schon mal. Lass mich verarschen. The fuck? Warte mal. Okay. Es wird Asi. Perfekt. Schon wieder einer zum Schlagen, das nervt mich. Da sind zwei Blöcke, da drüben ist auch noch irgendwo einer. Oh, der geht's komplett nach rechts. Scheiße. Das war für mich ein bisschen so eine optische Illusion. Geiles Versteck. Bisschen Halsschmerzen. Yes. Okay, findet kinderleicht versteckte Blöcke in deiner Nähe. Nein, tut es nicht. Tut es nicht, toll. Es geht nicht gut aus, wenn du die Origami
Diese geheime Technik der Lerns. Ja, wo geht's jetzt lang? Ich muss die Röhre suchen. Warte mal, das ist doch direkt neben Toadtown, der Picknickpfad. Habe ich hier echt alle Blöcke? Natürlich habe ich nicht mal alle Blöcke. Das machen wir vor dem Finale, wie gesagt. Hoffentlich. Wenn ich es dann immer noch vergesse oder ihr mir hinterher schiebt, dann wird's peinlich. Ja, keine Schnipsel. Alter, ich kann mich nicht erinnern, mal hier lang gelaufen zu sein. Die Uhr nicht sogar schneller gewesen wäre. Egal, ganz ehrlich, ihr könnt ja einfach die Zeit skippen, wenn ihr das nicht sehen wollt, weil ich werde sehr wahrscheinlich nur das Dingens finden. Oh. Okay. Ich werde die sehr wahrscheinlich einfach nur. Ach, nicht mal von. Nicht mal hier bin ich drüben. Was laufe ich eigentlich für einen beschissenen Weg? Ist ja nicht mehr normal. Sind hier neue Stories? Smash. Ah, ich glaube, das sind echt neue Stories. So, Bowser verteidigt was laber ich für eine Scheiße. Luigi verteidigt Peach vor Luigi. Vor Bowser. Alter, heute bin ich irgendwie besoffen oder so. Bowser hat wohl irgendwie gegen Mario gewonnen. Ich verstehe hier gar nichts mehr. Okay. Das ist neues Graffiti da, so viel ist klar. Ich soll langsam mal lernen, mein Hemd zuzuknöpfen. Jetzt sind wir aber da. Können die nicht einfach mal diese scheiß Brücke reparieren? Also es kann ja nicht sein, dass sie das Ding nicht machen. So, jetzt aber mit Sicherheit zurück. Bam, bam, badam, bam, bam, bam. So. Also sei nicht shy, guy. Die Scheiße. Warte mal. Ach, wir haben die Röhre. Ich wollte gerade sagen, fehlt uns noch die Röhre. Sonst hätte ich nochmal über diesen scheiß Turm müssen. Aber zum Glück ist die Röhre gerade hier zu Beginn. Dann wird es jetzt Zeit. Endlich, das hat ja ewig gedauert. Los, macht schnell. Ihr hättet auch mitkommen können. Momentan spiele ich hier nichts, was man noch machen könnte. War das der schon wieder Hilfe braucht? Scheiße. Ey, Kundschaft, ich bin gleich da. Bist du hier? Ich verkaufe was. 2 KP Max Plus, wie 9 und 10.000 Münzen. Gerne. Selbst der gibt plus 10. Ich habe fürs andere nur hier 5 bekommen. Der Typ hier weiß, wie es läuft. Ich glaube, deine KP haben sich schon wieder erhöht.
Achtet bloß keine, dass der Baum schon sauber ist, sonst lassen die mich noch Badewasser wechseln. Das wäre nicht so, gell? Mir ist Rainer. Willst du nicht, ich bin einer. Ja, ich bin Rainer Winkler. Ist klar. Okay, sagenhafte Stiefel rein. Doch hier ist noch Platz für einen Hammer. Sagenhafter. So, ein bisschen mehr Möglichkeiten. Die Items will ich mir jetzt nicht kaufen in dem Shop, weil ansonsten gib mir noch das Geld aus. Also Mario, findest du nicht auch, du solltest hier lieber dein Spiel speichern. Danke für den Tipp. Weil jetzt ist Boss-Zeit. Schaut, Junge, ja, der Fallschirm auf der Wolke, der uns den Eintritt in die Festung verwehrt. Und der soll da weg. Kleinigkeit, los, alle einsteigen. Wie geil das ist. Da wären wir, Mario. Ich leg den Zaugen dieses Rabauken in deine fähigen Hände. Ich werde dir von hier aus Mut zu rufen und um meinen eigenen Leib und Leben zittern. Okay. Wie läuft dieser Boss nochmal ab? Das ist kein normaler Fallschirm, Mario. Schau nur, wie um ihn herum die Blitze knistern. Hilfe, und jetzt kommen auch noch Mini-Versionen von ihm hinzu. Sind irgendwie knuffig, findest du nicht? Ob das alles Brüder sind? Also nicht nur Sumo-Brüder? Ich finde sie jedenfalls total niedlich. Hör mal, vielleicht kannst du sie ja nur ein bisschen platt machen. Der eine schaut mich böse an. Der wird geschlagen. Felder fassen, Männer. Nicht das Einfeld! Hey, unsere Felder, das geht nicht. Ja, ich nehme alles zurück, Mario. Hämmere sie bitte extra platt, diese fiesen Falschspieler. Hey, ihr gebt uns sofort die Felder zurück. Die sind kein Spielzeug. Wisst ihr überhaupt, wie fies man sich an Papier schneiden kann? Was zum... Was ist denn hier bitte Sache? Nein, warte mal, ich kann da nicht durchlaufen. Wegen den Blitzen werde ich da nicht durchlaufen können. Dann erstmal ganz entspannten Angriff ausprobieren. Sag, warte mal, der hat einen Stachel auf dem Kopf. Der hat einen Stachel auf dem Kopf. Okay. Der hat ein Feuerpergament und fällt. So, ich brauche einen Tipp. Hol die Feen den Felder zurück, indem du die Fallschirme besiegst, die an sich gerissen haben. Okay. Ja, dann Kalahammer für dich. Ich hoffe, das zieht auch den Boss-KP ab. Nein. Zumindest leicht zu blocken.
So. Die Musik ist aber irgendwie geil. Es reicht nicht. Oh Mann. Trotz, dass ich mir die KP Plus gerade eben geholt habe. So, wieder alles geblockt. Damit zumindest mal es einfällt. Vielleicht könnten wir die mit dem Feuerpergament dann loswerden, aber. Was wenn die Lösung das Erdpergament dann wäre? Ich weiß es nicht. Probier es jetzt erstmal mit Feuer. Das wird schon irgendwas machen. Ach, es besiegt alle unten, ja geil. Es sind nur zwei, es ist in Ordnung. Die haben sich zwar genau die geholt. Axo, von drüben runter. Was für eine eigenartige Haltung, mir schwant, da kommt was auf uns zu. Also bin ich quasi am Arsch. Okay. Cool. Auch die Extraktion. Ja, ich brauche einen Pilz. Einen Kala-Pilz, komm. Jetzt ein sagenhafter Hammer. Boah, geil, 200. Ja, okay, wegen 38 Schaden. Er macht's immer wieder. Erobere das Einfeld zurück und setzt dann einen Fallplatz ein, um sie zu besiegen. Okay. Ich kann beide angreifen.
Ich weiß nicht, wie ich an das Ding kommen soll. Ich muss, glaube ich, wirklich auf das Erdparlament und hier drüben gehen. Aber dann ist der im Weg. Scheiße. Kann ich wegen einem Feld vielleicht immer noch ihn angreifen? Komm schon. Wahrscheinlich nicht, aber. Nee, es geht nicht, geil. Vielleicht hilft ein Powerblock. Ja, der eine ist tot. Feuerpergament und ist da. Wer macht deine Aufladung halt? So, ein weiteres Mal das Feuerpergament und okay. Geht einfach nur darum, die runter von der Wolke zu bekommen. Geil. Runter von der Wolke zu bekommen und danach mit dem Pergament dann drauf zu hauen. Geiles Prinzip eigentlich. Vorzüglich, Mario. Diese biestigen Blitzkanonen schockieren so schnell keine unschuldigen Hofhexer mehr. Hurra, und wir können nun endlich in die Festung hinein und die grüne Luftschlange lösen. Hey, und meinen Papa retten, das ist das Wichtigste. Für dich. Hey, wir haben vielleicht verschiedene Interessen, aber uns vereint der Weg, deswegen müssen wir zusammenhalten. Moment, noch, mir ist da ein famoser Einfall gekommen. Sekunde nur. Er gehört an alle Schergen im Dienste seiner Unerträglichkeit des großen Bowsers. Der widerborstige Fallposten vor dem Festungstor wurde in die Flucht geschlagen. Lasst Rechen und Kehrblech liegen. Die Zeit für Taten ist gekommen. Begebt euch alle zur Festung und schließt euch Mario an. Gemeinsam werden wir den König befreien und seines Schergenheeres schlechten Ruf wiederherstellen. Es lebe Bowser, seine Ruchlosigkeit. Oh, wie geil. So, das hat Spaß gemacht. Ich kann seiner Giftigkeit ja einmal vorschlagen, den Morgenappell auf dem Festungshof anzuleiten. Auf die Schergen warten? Du spinnst doch. Wir gehen jetzt da rein und zwar sofort. Los, alle mir nach und wehe einer meckert. Ist beliebt, junger Herr. Seufzt das harte Los des eifrigen Dieners. Stets missachtet, doch stets 100% im Recht. Oh, ein Ort, der hat mir damals extrem gefallen, als ich dieses Spiel gespielt habe. Ich erinnere mich nicht mehr ganz dran, aber es ist ein geiler Ort. Schreitet mit Bedacht. Gewiss verstecken sich die Fallschergen auf raffinierteste Art. Ein Raum könnte voller perfekt getarnter Bösewichte stecken. Seid auf der Hut, denn sie könnten sich auf tricksreichste verbergen. Oder sie machen eine Party. Ach du Scheiße. Die anderen besaufen sich hier noch. Halunken, Scheusale, ich traue meinen Augen nicht. Wie sie da sitzt und föllern, schlagen sich Events voll auf des Königs guten Porzellan. Also eine zünftige Mahlzeit käme mir nach dem Badespaß ja irgendwie auch ganz recht. Events und Porzellan sind mir egal, ich rette jetzt meinen Papa. Seht doch, die grüne Luftstange führt mitten ins Obergeschoss hinein.
Hey Chang, ich bin's. Ich stell sofort das Spacht hinein, habt ihr gehört? Servietten glatt gestrichen und die Teller weggeräumt. Und wenn auch nur ein Krümel liegen bleibt, dann. Waren das vorher auch schon so viele? Vielleicht hätte ich doch bitte sagen sollen. Oh, Junge. Bruder, jetzt beginnt ein weiterer Weltkrieg hier. Ah, wir sind gerettet. Gut, dass Sie in weiser Voraussicht unsere Schergen mobil gemacht haben. Jetzt sollen die sputen wir uns hier mit der hier dem jungen Herrn noch etwas widerfährt. Wir helfen denen. Ich sag's nicht gerne, aber danke. Hey! Das hast du gut gemacht. Ja, klar helfen wir euch. Hast mich gerettet. Irgendwie richtig bitter. Wir kämpfen jetzt auf derselben Seite. Die werden alle zerstört. Ob es mir was bringt oder nicht. Ich habe keinen Plan. Was mit der Musik? Glitzerwurfhammer. Der macht gut Damage. Brauchen wir hier aber nicht. Ach, das sind ja teilweise Papier. Bin ich blöd? Da sind ja Papierschergen. Ich versuche die anzuordnen. Nicht übel, fast sehr gut. Danke. Ich wollte ihn im März dann gefilten, naja. Ja, das sind Papierschergen. Habe ich drei Züge? Ja. Das Feeling ist richtig geil hier. Ist genauso geil, wie ich es in Erinnerung habe. Wir sind gut dabei, den Schergen zu helfen. Sag's nicht gerne, aber danke. Die, die mir mit dem Erstangriff killen können, sind eher angenehm. Bist der Hammer, Bruder. Ey, du bist der Hammer, Bruder. Ach du Scheiße. Die spielen Fang. Ja, das hast du gut gemacht. Junge! Wer lässt den Gumba gegen den Hammer, Bruder, kämpfen, Alter? Wer hat sich die Teamaufteilung gedacht? So, reicht das inzwischen? Wir hatten ja jetzt ein paar KP plus. Yes. Ich glaube, letztes Mal hatte sowas nicht gereicht, aber ich weiß es nicht mehr. So, wieder derselbe Dialog, aber diesmal mit einer Belohnung. Ah, da kann ich reden. Wir haben es fast. Warte, warte, warte.
Hier. Und dann habe ich keine Ahnung mehr. Okay. Ich habe legit keine Ahnung, was der erste Schritt sein soll. Die Reihe drehen. Ach, wieso bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Okay. Toads schon wieder im Hintergrund am Chillen. Ist der Hammer, Bruder. Nein, du bist der Hammer, Bruder. Das könnte ich jedes Mal sagen, das wird für mich nie alt. Da hast du gut gemacht. Sagenhafte Stiefel. Gumbas einfach alle gleich. So, nur noch du. Zumindest auf der linken, oder? Nee, rechts waren wir fertig. So. Ich lerne hier, glaube ich, ganz gut, wie man hier das Spielprinzip spielt. Das kann ich hier bei den Schergen, werde jetzt, denke ich, ganz gut lernen. Es kam im Bad Elysium jetzt nicht so viele, also in dem ganzen Kapitel kamen jetzt nicht so viele Kämpfe, daher. Vielleicht gefällt es euch ja umso mehr, wenn ich es hier mache. Das sind richtig geile Bilder von Bowser. Echt übel, passt sehr gut. Okay. Ja, die sind schon wieder am Chillen. Ihr könnt auch einfach auf die nächsten Gegner losgehen. Darf ich mitmachen? Cool. Hier soll ein versteckter Block sein. Er ist so gut gemacht. So, das könnte der letzte sein. Ich habe vergessen, mir einen neuen Color Armor auszuwählen. Scheiße. Da muss ja sagen, auf da haben wir ja einmal verwenden geht safe. Aber jetzt muss ich schnell was Neues reinmachen. Jetzt bin ich gerettet, irgendwie richtig bitter. Habe ich keinen Kalahammer mehr? Nö. Ja, geil. Er hat gleich noch hier einen sagenhaften Hammer. Ja. Nice Hammer geht, denke ich auch. Was auf der anderen Seite auch so schwer hinzukommen, oder war das einfach nur auf der anderen Seite ist, wie ist der Pickelkäfer, ne? Um den Weg zu blockieren. Es will aber nicht aufgehen, das blöde Ding. Kamek, du hast doch bestimmt einen Schlüssel dafür, oder? Los, her damit. Ah, den müsste ich tatsächlich haben, allerdings nicht bei mir, sondern unten in meinem Gemach.
Es ist die Treppe runter und dann rechts aus dem Saal hinaus. Bloß keine Müdigkeit vorschützen. Ah, hier ist doch noch ein Loch. Gut, aber sagen, ich speichere hier und beim nächsten Mal erkunden wir die Festung von Bowser weiter. Und ja, mal schauen, wie weit wir kommen. Sehen und ciao.